So, jetzt erstmal den Dr. House gehen, hier wieder, verstecken. Na, was ist denn da? Warum brenne ich? Was ist hier mit dir bei Arbeitssicherheit nicht richtig gelaufen? Ja, wie jetzt? Verrottetes Fleisch, wer braucht denn so einen Scheiß? Das brauchen wir für gar nichts, ne? Ich weiß nicht, ob du damit irgendwelche Tränke basteln kannst, oder? Die Schafe sind immer noch nicht wieder... Ja, weil die kein Gras wahrscheinlich haben, oder? Möglich. Ich glaube, wir müssen einfach mal die Hälfte da durchrasieren, also im Sinne von wegmachen. Hm. Also ich bin jetzt nicht der beste Bauer. Ich habe keine Ahnung, warum die ja nicht Wolle tragen. Ja, wenn ich auf meine Minimap oben rechts gucke, da ist ja alles braun. Also und entweder haben sie es zugeschissen oder... Ohne Wolle kriegen wir das hier nicht fertig. Das ist ein Pfeil im Kopf. Ja, das habe ich immer. Das habe ich immer. Ich weiß ja das nicht. Das kommt von alleine. Wo war das nochmal her? Ich kenne das nur als... Die Gewitteroma oder was? Ich kenne das nur als hier TV Total Nippel. Ach ja, richtig, genau. Das ist aber ganz schön fies. Sieht ja aus, als ob die jeden Moment da das zeitliche segnet. Da machen sich Leute so... Also, ich finde es ja auch lustig, aber... Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich nicht einfach mal so mir nichts, dir nichts hier in den Tunnel abstarten kann. Und das ja, ist nur dann gewöhn dich mal dran. Ja, vielleicht mache ich mir irgendwo nochmal eine andere Bude auf, wo man dann was? Ganz fix rein kann. Ein Arsch offen oder was? Ja, ja. Ei. Ja, ja. Klitis. Ist so. Ich finde, Klitis ist für mich so, der ist so das Bild, was einige Leute von den Staaten haben. Ja, definitiv. Also Klitis einfach. Klitis, ja. Das, wie gesagt, das ist, ich meine, alle Charaktere, die ja immer so parodiert werden irgendwie. Mhm. Gut, er ist ja keine, ja gut, er ist, ja schon, aber die gibt's ja auch immer wirklich, ne? Also das ist aber das Lustige. Und dass die Leute das ja selber nicht merken, dass sie ja eigentlich damit gemeint sind, das finde ich auch immer so übel. Ja. Also... Lustig. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Chalal gesammelt. Chalal hat er nicht schlecht. Ist ungefähr die Hälfte der Schafe nur noch da, die wir hatten. Ich sag das jetzt einfach mal so locker flockig. Ja, ja. Ja. Wenn ihr meint, hier alles wegfressen zu müssen, dann ist das eben euer Ding. Treibt mal lieber Wolle, ihr Schweine hier. Ich habe mir auf YouTube so ein Video zu Halal mal angeguckt. Das ist ja ganz schön übel, ne? Mhm. Dass sie, wie die da mit den Tieren da umgehen. Also, also ich esse Tiere lieber, wenn ich weiß, dass sie durch ein Bolzenschussgerät gestorben sind. Ja, auf jeden Fall. Ach, scheiße, jetzt kommt die Wasser. Ich drehe am Rad, ey. Voll der Bullshit. Also... Das ist ja als, ich möchte das jetzt gerade mal zu Ende führen. Als wenn ich denken würde, dass die durch Ausbluten gestorben sind. Ja, vor allem, du musst dir das mal angucken. Also zumindest das Video, was ich gesehen habe. Ich bin ja ganz frei, ohne Vorurteile daran gegangen. Und wenn ich dann erstmal, ey, ich habe das nach 2 Sekunden wieder ausgemacht, wo ich allein dieses Kalb oder was das war. Wie du das hast du richtig gemerkt. Das wusste ganz genau, was jetzt passiert. Ne? Wie das da am Schreien war. Meine Fresse, ey, da denke ich auch, Alter. Also. Ja, das mögen die lieber. Ja, ja, das sowas kann ich halt nicht verstehen und naja. Gut, okay, ist halt, hatten wir ja schon mal, das ist halt eine Religion, aber ich muss es ja trotzdem nicht gut finden, ne? Ich akzeptiere es logischerweise, aber ich muss es ja nicht gut finden, ne? Jo. So, da kommt man nicht durch, weil da Wasser ist. Und jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich das hier manage. Ach so. Das sieht aber auch gut. Das lasse ich so, dann gehe ich jetzt hier lang. Das ist schön. Da brauche ich ein bisschen Glas. G und Lars, weißt du? Und du machst das ja schon irgendwie. Lulululul. Was gibt's denn noch? Wir hatten doch, da hatte ich doch noch zu dir gesagt, von wegen, das muss ich in der Aufnahme auch ansprechen. Was war denn das? Ja, weiß ich nicht mehr. Aber das mit dem Chalala ist recht. Also dieses koschere Fleisch, dieses ausgeblutete, ich finde das schon ziemlich makaber. Ja, ist es, also, wie gesagt, also, finde ich halt immer so ein bisschen schade, wenn halt, wenn man sowas diskutiert oder anspricht und dann wird halt immer gesagt, ja, du bist ja nicht tolerant oder keine Ahnung, was, wie auch immer. Das hat ja nichts mit Toleranz zu tun. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Ich toleriere das ja. Es ist ja auch, sollst es ja machen, das ist ja deren Religion, aber ich muss ja nicht gut finden, zwangsläufig, weißt du? Das ist ja also meine Aussage dahinter und,
Ne? Aber wie gesagt, manche reagieren ja mal so ein bisschen allergisch. Von daher. Aber hey, was soll's? Also ich habe eigentlich kein Problem damit. Die müssen eigentlich... Ich verstehe es nicht, warum man dann irgendwie gleich sagen kann, ja, das ist nicht mehr tolerant. Ja, das... Ich finde, man muss jedem die Freiheit auch geben, irgendwas nicht zu mögen und dann diese Meinung auch begründen zu können. Weil wenn die begründet genau. ist, dann ist cool. Ja klar, genau, deshalb also... Ich glaube, ich sammle mal ein bisschen Eichenholz... Ich finde zum Beispiel, dass das zählt ja meine etwas, wie, ich zitiere dich jetzt, brüskierte Ausdrucksweise bezüglich der Körperöffnung und dem, was man isst. Hast du selber gemerkt, dass es halt nicht durchs Arschloch fließt, wenn man es nicht gegessen hat. Nein, das wurde ganz falsch verstanden. Mir ging es im Prinzip in der Situation um diese koschere Geschichte, wo man sagt, nee, wir dürfen jetzt Fisch nur, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, irgendwie mit, wir haben eigenes Geschirr für Milch und das darf nur separat zubereitet werden. Ein eigenes Geschirr für Milch? Das ist doch so. Das hat mir eine erzählt, mit der ich zusammen in den USA war. Die war vorher ein Jahr bei einer jüdischen Familie. Und sie hat mir erzählt, es gibt, die haben eigenen Kochtopf und eigenes Geschirr, eigenes Besteck für Milchprodukte und dann nochmal eigene, also die teilen das, glaube ich, durch zwei verschiedene Produkte oder durch drei Produkte. Einmal Milchprodukte, dann Fisch hat, glaube ich, auch eigenes Geschirr, Besteck und Töpfe und was weiß ich. Und ich weiß nicht, ob das sogar so krass ist, dass sie sogar eigene Herdplatten dafür haben. Das ist kein Witz. Lest es nach. So, und das darauf zielte jetzt meine Aussage ab, dass alles durch den gleichen Punkt. Also, ja, ich wiederhole mich da ungern, weil mir die Situation noch ziemlich peinlich war über die... Ja, was war mit dir eigentlich da los? Ja, Alter, das war ziemlich spät. Wir haben schon lange aufgenommen. Ich war müde. Am nächsten Tag kam halt mein Schornsteinfeger, der übrigens nicht kam, was eigentlich ganz gut zu meinem... zu meiner Situation passte, weil ich ja eh noch geschlafen habe. Vielleicht hat er auch geklingelt. Ich habe nämlich aufgemacht, kann auch sein. Und ja. Da ist was nicht mit richtig. Da war was nicht mit richtig, genau. Also gedacht, die PlayStation holt er sich woanders. Ja, genau. Und darauf zielte im Prinzip meine Aussage so ein bisschen ab. Also das war jetzt nicht auf Sachen bezogen, die man nicht ist. Also wie gesagt, ich. Das nur noch mal zur Erklärung, aber. Ach, warum rechtfertige ich mich eigentlich? Hey, was soll das? Das ist meine Freizeit hier. Brauche ich mich rechtfertigen? Muss ich im Job schon aufgenommen? Na, eigentlich noch nicht, aber... Das muss weg. Und das will ich haben. Wir müssen gleich mal ein bisschen hier das miteinander verbinden. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du gleich mal ein bisschen Unsinn machst. Also, weißt du, was ich vorhab hier? Ich merke schon, das wird keine gute Sache. Eigentlich wäre ich ja... Okay. Ja. Sabbel wo nicht hast du denn vor, überhaupt ins Lager zu stoßen? An der Seite, quasi, wenn was du... Was ist hier denn los? Okay, bin mir da. Moin. An der Seite, wenn du in den Schornstein reinguckst, aber nicht auf der Seite, natürlich logischerweise nicht auf der Seite, wo deine Brennmaschine ist, sondern auf der gegenüberliegenden halt. Das ist schon gefährlich. Ich weiß nicht, wie weit ich das Magierzimmer da mache, ne? Ah, nee, ich will an der Seite von deiner Arbeit abhängig. Naja, ich sag's mal so, ich will quasi unter unserem Eingang zur ersten Etage rein. Oder zum Erdgeschoss rein, unter dem Eingang. Kannst du hier einfach ein L machen? Geht das schon dann? Ja. Naja, gut, ich guck gerade auf der Minimap, so passt das noch nicht. Aber ich wollte halt dieses Wasser hier, das wollte ich so ein bisschen mitnehmen, ne? Deshalb habe ich das jetzt hier so ein bisschen, Okay. Ja, bin gerade ein bisschen am Rallen hier. Ja. Wart mal ab, also. Na, wart mal, mach mal noch nicht. Ich will nämlich nach rechts nochmal. Ich will nämlich so ein bisschen die Struktur mal mitnehmen. Weil ich finde das immer ein bisschen schön, wenn man mal was anderes sieht als nur Tunnel. Jo. Okay, du hast da den Plan, dann gehe ich eben Holz holen. Also halbwegs, ne? Also ich mach einfach. Für den Turm und hoff mal, dass danach die Schafe wieder was an Wolle tragen. Ich glaub's aber ehrlich gesagt nicht. Irgendwas machen wir mit den Schafen falsch. Warum? Ja, weil die keine Wolle tragen. Die haben kein... Wie viele sind das denn jetzt so in etwa? Also Hälfte oder was? Ja. Ja, das muss das nicht auch regnen, damit irgendwie der Rasen mitwächst? Ich weiß nicht, ist jetzt mal so eine Vermutung. War das nicht irgendwie auch so? Ahnung.
kein Plan. Leute, ihr wisst das, ihr seid Minecraft-Profis. Obwohl ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die wirklichen Minecraft-Pros, diese ganzen 12-Jährigen, das hier gar nicht gucken. Weil wir dann doch ein bisschen zu ernste Themen dafür haben. Yo. Ich will mal was probieren, ja, nur Interesse halber. Wir brauchen mehr Titten. Was? Wie jetzt? Moment. Titten? Ja, auf jeden Fall. Ich will das nur mal testen. Ob Ach, das machst du jetzt wieder einen Regenmacher hier? Ja, ich will das nur, genau, ich will das nur mal gucken, ob das irgendwie Einfluss hat, weil das ist ja jetzt auch Humbug, wenn wir jetzt da warten und, naja, gut, Grassee wächst so schnell. Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Der ist der beste Spruch von Atze. Auf jeden Fall. Das ist auch eine Lebensweisheit, ne? Auf jeden Fall. Ich finde aber diesen mit eingeschifft, den finde ich immer noch am besten. Also, das ist noch der Spruch. Erzähl den Spruch. Wie war denn der Gesamtkontext? Er war irgendwie eingeladen auf der AIDA irgendwie und sollte da ein Programm liefern und. Und dann ist er zum Flughafen gegangen. Nee, ist er nicht, War das nicht Flug? Nee, war AIDA, ja, war Schiff. Genau, ja. AIDA und als ich dann, als er dann da war, erstmal eingeschifft, ist danach direkt an Bord gegangen. Das ist der geilste Spruch überhaupt. Also der dauert zwar vielleicht bei manchen ein bisschen, aber wenn der denn mal klingelt, jo, dann hat man das ganze Leben was von. Wahrscheinlich denken jetzt einige, was ist bei dem nicht richtig? Aber das ist nicht der Einschifft. Das ist nicht Einschifft. Nee, bei mir, warum ich das so lustig finde, aber hey, das ist so mein. Ich finde das gut. Ich mag das. Ich finde das auch gut. Also, das ist so mein Humor. Ich mag ja so Halb-Assi-Humor, wo man doch noch ein bisschen mitdenken muss. Ja, auf jeden Fall. Das ist das. Und doch. Das versuche ich ja auch immer bei meinen Videos. So Halb-Assi-Humor, wo man noch ein bisschen mitdenken muss. Ja, weil. Also jetzt nicht so Kernassi-Humor, dass magst du Bratwurst? Ja, so, ja, das ist mir viel zu dumm. Man muss schon so ein bisschen die anderen Leute aktivieren und da kommt der Lacher dann. Da ist ja, ich geb dir recht. Was ist denn jetzt so ein Comedian? Du hast es schon mal gesagt, ich vermute es auch, dass der jetzt wieder kommt. Dieter Nuhrmann? Den du nicht magst, wo du sagst, weißt du, da lachen alle drüber, Bülent ich kann Schälern. Da nicht drüber lachen. Okay, ja, unterschreibe ich auch so. Ich habe jetzt gedacht, du redest von Caroline Kebekus. Ah, die ist ja, die zählt für mich nicht als Comedian. Ja. Ich muss mich auf Klo, deshalb wackele ich hier schon wieder auf den. Ja, 5 Minuten musst du noch können. Oh, ja, okay, das geht, glaube ich, sogar noch. Ja, und. 2 Minuten, nee, ich laufe. Das kann sogar sein, naja, ich verspreche nicht. Wie auch immer. Ich finde zum Beispiel. Ich bin auch ziemlich speziell. Ich finde Michael Mittermeier finde ich nicht so geil. Also da lachen ja sich auch manche immer so extrem kaputt. Kann ich auch nicht so nachvollziehen. Ja, manche Sachen sind gut oder so. Aber also ich finde manche Sachen auch gut, aber ich lache mich nicht extrem kaputt. Nicht so wie bei Atze. Ja. Ja, bei Atze, also das ist der Beste. Das ist der König, der. Also das geht nichts besser. Dieter Nuhr finde ich gut. Ich finde zum Beispiel Olaf Schubert finde ich ganz, ganz schrecklich. Kann ich mir nicht anhören. Ja, könnte man jetzt so quasi so ein bisschen durchgehen, was noch, aber das sind so, das passt nicht so zu mir. Ich finde hier, der ist ja gleich nochmal Rüdiger Hoffmann. Der ist auch grenzwert, super. Ja, aber also manchmal dauert es mir einfach auch zu lange, bis er endlich mal die Pointe bringt, so. Wen aber ich richtig gut finde, Jürgen von der Lippe. Ja, doch, also da gebe ich dir auch recht. Und ansonsten, ja. Ganz bösen Artikel gestern über Stefan Raab gelesen, der ja nicht als Comedian zählt, logischerweise, aber der ja auch aus dem lustigen Bereich kommt. Was stand da drin? War ein Artikel im Spiegel Online und es ging im Prinzip darum, dass ein Reporter quasi sich eine Woche mal seine Sendung angeguckt hat und Stefan Raab so lustlos wie noch nie quasi seine Sendung moderiert und eigentlich überhaupt das Publikum gar nicht mehr begeistern kann und nicht mehr mitreisen kann und. Also im Prinzip. Das wurden auch viele, viele Promis zitiert, wo dann auch einer, wer war das denn genau? Promi will ich ihn jetzt nicht nennen, aber Jan Böhmermann, den ich gar nicht mag eigentlich, aber der dann gesagt hat, also es wird jetzt echt mal Zeit. Das ist, wie hat er das Gaddafi-Verhalten? Also ein Diktator sollte irgendwann mal sehen, wann es Zeit wird, dass er selber mal abdankt. Und da gebe ich ihm sogar recht. Also, goldene Zeit für mich für TV Total. Goldene Zeit war. Das sage ich immer wieder, das habe ich in diesem Let's Play auch schon mal gesagt.
ja, war genau. Damals, als es nur einmal die Woche kam. Ja, so die Anfangszeit, ne? Ja. So noch vor 2000. Ich glaube, 2000 fing das an, wo er sein neues Studio bekommen hat. Das war auch so. Erst geil, aber ich fand's einfach, einmal die Woche reicht. Reicht. Auf jeden Fall. Einmal die Woche reicht. Naja, du hast halt dann auch so viel Potenzial, dass du auch wirklich mal aktuelle. Ja klar, es passiert immer jeden Tag was, aber weißt du, wenn ich dann immer sehe, dass er eigentlich so sinnlosen Scheiß, dann, keine Ahnung, dann hat da im Hintergrund hinter der Kamera hat mal jemand gehustet und oder genießt, genossen, wie auch immer man dazu sagt. Ja toll, das ist jetzt nicht lustig, ja das passiert, das ist menschlich, mein Gott, das ist nicht so wild, aber. Ja, wenn du das dann war dann wartest, eben am Anfang, das war der Aufreißer. Das meine ich, die haben am Anfang eine bessere Auslese der Themen gehabt, die am Anfang als Kickstarter gehabt haben. Allerdings. Und das war viel, viel besser. Richtig. Weißt du eigentlich, wie geil es ist, dass ich mittlerweile immer nach Hause komme, wenn ich einfach in irgendeine Richtung gucke und sehe dann unser Feuer brennen? Das ist cool, oder? Ja. Ey, ganz im Ernst, ich muss jetzt wirklich eben kurz winken. Ich komme gleich wieder. Yo! Oh, wie Staub, ey. Also Leute, wir können jetzt auch... Ja, das ist, der was er nicht weiß, aber was ich weiß, ist, dass die Folge wieder vorbei ist. Aber wollen wir uns allen mal den Gefallen tun und einfach mal warten, bis er wieder da ist? Sollen wir es mal machen? Pass auf, ihr kennt mich, ich schaff das. Ich denke mir was Lustiges aus, wenn er wieder da ist. Der braucht ja nicht lange. Und dann beenden wir die Folge und ihr macht mit. Ja, nee, ist in Ordnung. Also ihr sitzt ja jetzt hier gerade und dann sagt ich zähle ein und dann sagt ihr 3, 2, 1, Ende. Okay? Ja, ihr seid aber, ich merke das, wenn ihr nicht mitmacht, das merke ich. Also ihr sitzt auf eurem Schreibtischstuhl oder wo auch immer oder im Bett, am besten nackt. Und 3, 2, 1, Ende. Können wir jetzt einmal proben? Okay. 3, 2, 1, Ende. Wunderbar. Okay, jetzt wollen wir nur noch auf Priest. Der braucht aber lange, ich glaube der muss... Da will ich jetzt nicht sagen. Der muss groß. Der muss ja pipi. Warum muss der eigentlich immer zu viel? Ich find's übrigens schön, dass so... Sagen wir mal an, die 40% aller Kommentare sich darum drehen, dass Priest immer pinkeln muss. Und der Rest, würde ich sagen... So, da bin ich 3, 2, 1... Ende!